Wir sind auf dem Stand von Skoda am Autosalon Genf, sind Gast von Donat Ebli, Pressechef Skoda Schweiz. Donat Ebli, was zeigt Skoda am Salon Genf für Neuheiten? Wir haben eine Neuheit, das ist unser City-Go, den wir hier sehen. Und wie der Name sagt, das ist unser City-Wagen von Skoda Auto. Sehr gut. Hat Skoda auch noch etwas irgendwie so in Richtung Konzept oder so zeigt, Richtung Zukunft? Das ist unsere Zukunft. CityGo ist der kleinste Wagen, den Skoda je gezeigt hat, unser Baby quasi, und das steht ganz im Fokus in Genf. Also kein Konzept, sondern Realität. Sehr gut. Ist natürlich ein interessantes Produkt aus der VW-Gruppe, wo Skoda drin gehört. Bei euch sieht man hauptsächlich als Fünftürer. Hat das einen speziellen Grund? Das hat einen Grund. Skoda hat bis dato nur Fünftürer gehabt. Wir sind eine familienorientierte Marke und das Modell passt einfach auch bestens zu Skoda. Natürlich werden wir auch den Dreitürer haben. Aber wir denken, dass etwa 20% sich für die dreitürige Version werden entscheiden. Die meisten werden in Fünftüren nehmen. Sehr gut. Was dürfen wir dem Jahr von Skoda an Produktschwergewicht erwarten? Also CityGo haben wir jetzt gehört, mehr so ein bisschen in Richtung Stadt. Wo ist denn der andere Produktschwerpunkt noch? Wir haben aktuell beim Händler sehr attraktive Sondermodelle, Family-Angebot, wir haben All-Drive-Angebot, wir haben Greenline-Angebot. Und ab Juni, wie gesagt, der Fokus ganz klar auf dem CityGo. Und Ende vom Jahr wird der Presse mal, da wird dann noch nicht beim Händler stehen, der internationale kompakte Limousine noch vorgestellt. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Also zurück von der Zukunftsmusik zum gegenwärtig verfügbaren Schwerpunkt CityGo in die Stadt. Wie sieht denn das etwa von den Modellvarianten und preislich aus? Und ab wann könnte die Modelle, bestellt werden? Bestellt werden die etwa ca. 5 Wochen vor Markteinführung. Die Markteinführung wird, wie gesagt, Ende Juni stattfinden. Von den Modellvarianten haben wir eigentlich 2 Motorisierungen. 1-Liter-Motor mit 60 oder 75 PS, 3 verschiedene Ausstattungsvarianten. Variante 3 Fünftürig, die wir schon bereits erwähnt haben. Es kommt das Automatikgetriebe als Option auch dazu, das man bestellen kann bei dem Auto. Und gegen Ende des Jahres wird wahrscheinlich auch noch eine Erdgasvariante dazu kommen, die natürlich extrem umweltfreundlich wird sein. Sehr gut. Also wir haben das Gefühl, dass ihr mit dem Kleinwagen eine neue Zielgruppe für Skoda erschliessen werdet, wo ein kompaktes Fahrzeug für die Stadt sucht. Wir wünschen Skoda gute Zahlen weiterhin mit dem Auto. Sicher sehr spannend. Danke für das Interview, Donat. Danke vielmals und der Besuch lohnt sich wirklich beim Skoda-Händler. Kommt vorbei, merci. Sehr gut. Merken wir uns vor. Danke.